alles kaputt. Meine ganzen Sachen. Das ist meine Werkstatt. Das war Ihre Werkstatt. Das ist mein Schuppen. Aber solange ich hier lebe, habe ich hier drin gearbeitet. Und Sie haben mir etwas dagegen gesagt. Nicht ein Wort. Tatsache ist, dass Sie nur das Haus gemietet haben. Sie wissen ganz genau, dass hier Apartments hinkommen. Na und? Das berechtigt Sie noch lange nicht, meine Sachen kaputt zu machen. Wovon soll ich jetzt leben? Das ist Ihr Problem. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Wissen Sie, was Sie sind, Doriel? Sie sind ein Schweinehund, eine ganz miese Sau. Aber das zahle ich Ihnen heim. Darauf können Sie Gift nehmen. So wahr ich hier stehe, schwöre ich Ihnen. Sie können zurückfahren. Das gibt Ärger. Der wird uns anzeigen. Wir werden ihm schreiben müssen, dass der Schuppen abgerissen wird. Na gut, dann schreiben Sie ihm jetzt. Datieren Sie den Brief zurück, schmeißen Sie das Original weg und heften Sie die Kopie unter dem Datum ab. Herr Doriel, Sie wissen, dass ich immer alles... Reden Sie nicht rum. Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Hier ist dein Platz, Richard. Ganz außen. Das ist doch ein Scheißplatz. Hör auf zu meckern. Alles, was ich da für die Flinte kriege, sind höchstens ein paar Eichhörnchen. Mann, du kannst denn vielleicht auf die Nerven gehen. Musst du denn nicht mehr stänkern. Jan, du stehst hier neben Richard. Allmächtiger kann ich nicht woanders hin. Warum? Weil der einzig sichere Platz bei dir direkt hinter deinem Gewehr ist. Was ist? Sollen die fotografiert werden? Herr Lindbrost. Höchste Zeit, dass du kommst. Gestanden. Wir warten schon. Eigentlich spät. Dein Bier wird warm. Hatte doch im Bruch zu tun. Verheerend, sag ich euch. Der Sturm kostet mich einen Haufen Geld. Trifft ja keinen Arm. Du hast es nötig, ausgerechnet du. Ich habe übrigens deine Tochter gesehen. Ja, sie ist wie ihre Tante. Tante? Ihre Tante hat aber eine verdammte Ähnlichkeit mit Herbert Doriel. Bist du sicher? Ja, natürlich. Fährt nur einer solchen Angeberschlitten. Deine Termine. Ja, von irgendwas muss der Schornstein ja rauchen, nicht? Findest du nicht, dass wir langsam das Versteckspiel aufgeben sollten? Ich meine ja nur, weil wir uns jetzt lange genug kennen. Lange? Wir sind auch nicht mal ein halbes Jahr zusammen. Lange genug, um dich zu entscheiden. Du weißt, dass das für mich kein Thema ist. Jedenfalls jetzt nicht. Herrgott, ich hab's dir doch oft genug erklärt. Ja, hast du. Tu mir einen Gefallen und lass es erstmal so, wie es ist. Aber wir sprechen noch darüber, wenn ich nicht mehr so unter Stress bin. Bei dir ist immer Stress.
Na, also bitte, jetzt weißt du's. Tut mir leid, dass du es so erfahren hast. Aber du bist selber schuld. Warum spionierst du hier rum? Warum lässt du nicht die Finger von meinem Kind? 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 Das Kind ist 20. Die ist volljährig. Die kann tun und lassen, was sie will. Du hast doch genug andere. Warum tust du mir das an, Herbert? Und du machst dich doch nicht lächerlich, Adolf. Sag mal, was für eine Zeit lebst du überhaupt? Das ist doch heutzutage vollkommen normal. Kein Mensch findet mehr was dabei. Du bist doch viel zu alt für sie. Das ist nur wieder Ansichtssache. Deine Tochter ist da ganz anderer Meinung. Naja, ja, so ist das nun mal. Nicht? Naja, ist ja auch kein Weltuntergang. Ich muss rein, Entschuldigung. Na, was ist denn? Dr. Schumacher hat angerufen, dass er... Doch nicht hier, drinnen. Also, was ist? Was hat Schumacher gesagt? Dass uns der Abriss Unannehmlichkeiten bereiten kann. Schumacher soll keine Meinungen verbreiten. Er soll gefälligst die Sache in Ordnung bringen. Wozu glaubt der Idiot, kriegt er sein Geld? Haben Sie den Brief geschrieben? Haben Sie oder haben Sie nicht? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Das mit der Kopie ist zu auffällig, zu leicht zu durchschauen. Wissen Sie, Kröger, früher hätten Sie solche Angelegenheiten allein erledigt, ohne mich damit zu belästigen. Aber wahrscheinlich wird man so, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Nur dann sollte man aufhören, verdammt nochmal. Wie meinen Sie das? Nun, Sie sind jetzt 62, hm? Ein Jahr Arbeitslosengeld und dann in Rente. Ist doch nicht schlecht, oder? Das meinen Sie doch nicht wirklich. Doch, in Ihrem eigenen Interesse. Sie hätten dann mehr Zeit für sich, für Ihre Hobbys. Ich habe keine Hobbys. Albert. Sie haben jetzt ein ganzes Leben lang gearbeitet. Einmal muss doch Schluss sein. Hm? Und keine Angst, wir einigen uns schon. Gute Nacht, Albert.
Ich bin mit deinem Vater verabredet, aber er ist nicht da. Du musst nur lange genug klingeln, der hört ein bisschen schwer. Das weiß ich doch. Ich hab doch schon alles versucht. Papa? Ich seh mal eben nach. Papa! Papa! Er ist tatsächlich weg. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wo er sein kann. Papa? Mach nix. Dann komme ich eben morgen noch einmal. Muss mir endlich sagen, welche Bäume wir schlagen können. Kommst du Samstagabend? Ich denke schon. Allein? Stimmt es, dass du was mit dem Dörrien hast? Wen geht das was an? Du hast doch damals gesagt, ich soll warten. Du wärst noch zu jung, um dich zu binden. Damals war damals. Und jetzt ist jetzt. Lass mich bitte endlich damit zufrieden. Es ist nicht anständig, was der Dörrien macht. Der meint's nicht ehrlich. Die Tür findest du ja alleine. Gute Nacht, Karl. Der hat leider gehört der Dörrien. Ist auf seinen Namen zugelassen. Kurz geschlossen? Nee, der Zündschlüssel steckte. Hä? Ja. Irgendwelche Hinweise von den Nachbarn? Pepe und Kalle klappern die gerade ab. Dann hör ich mal im Dorf an. Also um die Zeit? Ja, um die Zeit. Trink ein Bier im Gasthaus. Ja, wunderbar. Darf ich? Lassen Sie sich nicht stören. Ja. Mach hier einfach weiter. Das hätte schlimmer kommen können. Naja, danke. Mir, Lanz. Dann fällt die Jagd für Sie wohl ins Wasser. Ja, so weit kommt's noch. Nee. Sonntag bin ich wieder an Deck, da können Sie sich drauf verlassen. Haben Sie schon eine Spur? Ja, noch nicht. Ja, vielleicht können Sie uns helfen. Wer könnte es denn gewesen sein? Sie sind gut. Ich kenne niemanden, der einen Mordanschlag verüben würde. Und das war ja wohl einer, nicht? Bürgermeister müssen doch besser Bescheid wissen als jeder andere, was in Ihrer Gemeinde vorgeht. Da irren Sie sich aber gewaltig. Sie leben seit 40 Jahren hier. Seit 15 Jahren sind Sie Bürgermeister, Herr Schulze. Ich kenne nur die offiziellen Fakten. Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie die fragen, die 24 Stunden am Tag Augen und Ohren offen halten. Naja, und wer sind die? Hinter jeder Gardine steht einer. Geht hier ein Mädchen zweimal mit demselben aus, hat sie schon ein Verhältnis mit ihm. Geht sie zweimal mit verschiedenen aus, ist sie eine Nutte. Warum erzählen Sie mir das? Weil man Ihnen jetzt sicherlich sehr vieles zutragen wird. Davon bin ich überzeugt. Aber glauben Sie mir, das meiste davon sind Gerüchte. 10% Wahrheit, 90% Spinnereien, böse Nachreden. Nach außen hin ist das ein idyllisches, friedliches Fleckchen Erde. Aber in Wirklichkeit angefüllt mit Aversion, Neid und Missgunst. Und Bigotterie, nicht zu vergessen. Was wissen Sie von Dörrien? Vor 10 Jahren hier zugezogen. Größter Immobilienmakler, Makler weit und breit, Baulager und solches Zeug. Und natürlich auch größter Steuerzahler. Aha. Sagen Sie mal, hat es durch den Ärger gegeben in letzter Zeit? Bei dem ist immer was los. Erst gestern Nachmittag, genau, das weiß man noch nicht, da soll er einen Schuppen samt Inhalt platt gemacht haben, um den Mieter zu vertreiben. Bei wem denn? Volkmann, Erwin Volkmann. Volkmann?
Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären schon weg. Kommen Sie ruhig rein. Ich verschwinde gleich. Ich wollte nur meine Sachen loswerden. Sie haben es ja mächtig eilig. Ja. Das heißt nein. Herr Dörrien hat gesagt, ich soll gleich umziehen. Heute Morgen noch, weil ich zu Dr. Schumacher muss. Haben Sie den Brief geschrieben? Den Brief? Ja, den Brief, der zurückdatiert werden soll. Sie wissen davon? Haben Sie es gemacht? Ja. Herr Dörrien wollte es. Das war die erste Sprosse auf der Leiter. Sie werden es noch weit bringen, dieser Firma. Auf Wiedersehen, Herr Niemeyer. Und vielen Dank für alles. Wofür danken Sie mir? Ich habe doch nichts erreicht. Sie wissen ja, wie er ist. Weiß man schon, wer es war gestern Nacht? Dörrien verdächtigt Volkmann, aber er sagt es nicht der Polizei, weil dann der illegale Abriss an die große Glocke kommt. Und vielleicht noch einiges mehr. Er hat Angst vor der Presse. Das Büro war mies und klein. Aber ich werde es vermissen. Wiedersehen, Herr Niemeyer. Alles Gute, Albert. Sag mal, musstest du das tun? Der Mann ist 40 Jahre bei uns. In einem Jahr geht er in Rente. Hättest du nicht wenigstens so lange warten können? Nein, das konnte ich nicht. Er war nicht länger tragbar. Weil er sich manchmal deinen Anweisungen widersetzt hat? Weil er uns eine Menge Geld gekostet hat. Darum. Zuletzt hat er nur noch Fehler gemacht. Mein Vater hat nicht einen Mitarbeiter so rücksichtslos auf die Straße gesetzt. In den ganzen 50 Jahren nicht. Stimmt. Deswegen hat er auch die Hälfte der Firma an mich verkaufen müssen. Sag mal, hast du nicht begriffen, was ich dir damit sagen will? Jetzt hör mir mal zu. Da draußen arbeiten über 100 Leute für uns. Und die wollen an jedem Ersten pünktlich ihr Gehalt. Frag die mal, ob sie bereit sind, auf eine müde Mark zu verzichten. Also, müssen wir doch sehen, wie das Geld reinkommt, oder? Ach, ich verstehe. Wenn wir Kröger noch ein Jahr behalten hätten, wären die Gehälter nicht gesichert gewesen. Man lernt doch nie aus. Ach, Walter. Hast du den Finanzierungsplan von Lattek und Sohn geprüft? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich brauche aber deine Expertise. Spätestens bis morgen. Morgen ist Samstag. Gut. Dann spätestens bis Samstag, nicht? Wo warst du die ganze Nacht? Ich habe vor Angst kein Auge zugemacht. Papa! Papa! Papa, was soll das? Ach, warum schließt du dich ein? Was hast du denn? Ach. Papa, bitte! Lass mich zufrieden. Treib dich weiter rum von mir aus. Verkomm wie deine Mutter. Aber mach, dass du aus meinem Haus kommst, damit ich es nicht mit ansehen muss. Papa, bitte. Lass dir doch erklären. Lass mich zufrieden. Papa, bitte, lass mich mit dir sprechen. Geh weg. Du sollst weggehen! Nein, mir ist nichts mehr eingefallen. Ich habe nicht die geringste Idee. Aber der Radlader gehört doch Ihnen. Wie erklären Sie sich das? Ganz einfach. Jemand hat ihn geklaut. Was sonst? Bitte. Diese Firma ist ja schließlich keine 100 Meter von meinem Haus entfernt. Also der Schlüssel. Im Schloss steckte der passende Schlüssel. Und dafür ist mein Partner zuständig. So einen Schlüssel kann man doch leicht nachmachen.
Es war ein Firmenschlüssel mit Anhänger. Ah ja, dazu kann ich nichts sagen. Dass die Schlüssel abends abgegeben werden, hat Herr Krüger überwacht. Können wir den sprechen? Herr Krüger war zuständig. Er hat uns heute verlassen. Freiwillig? Aus Altersgründen. Er geht in Rente. In einem Jahr. Geben Sie uns bitte seine Adresse. Aber natürlich. Obwohl er Ihnen bestimmt auch nicht helfen kann. Und Volkmann? Kann der uns weiterhelfen? Wie kommen Sie denn auf Volkmann? Hatten Sie nicht gestern Ärger mit ihm? Kein Ärger. Eine unterschiedliche Interpretation seines Vertrages. Sowas kommt bei uns täglich vor. Mein Gott, Sie wissen doch, wie Mieter sind. Die pochen auf Rechte, die sie überhaupt nicht haben. Und Volkmann hat gepocht. Er hat einen Schuppen benutzt, den er gar nicht gemietet hatte, ja. Daraufhin haben Sie ihn kurzerhand platt gemacht. Aber wir haben ihm vorher geschrieben, dass er seine Sachen rausnehmen soll. Ich meine, was kann ich dafür, wenn er all meine Briefe ignoriert? Hier ist seine Adresse. Dankeschön. Ich sage doch, er kann Ihnen nicht helfen. Den Weg können Sie sich sparen. Wir werden es trotzdem versuchen. Auf Wiedersehen. Volkmann? Peter! Peter! Komm her, du musst hier irgendwo sein, halt mal fest. Volkmann? Ja, es tut mir leid, dass Sie den Weg umsonst gemacht haben. Macht nichts. Glauben Sie mir, ich habe ständig gepredigt, die Fahrzeugpapiere und die Schüssel am Abend abzugeben. Aber Sie können sich ja vorstellen, wie Leute sind, die den ganzen Tag schwer arbeiten und schnell nach Hause wollen. Ja, da kann schon mal passieren, dass einer den Schlüssel stecken lässt. Kalle, gehst du mal ran? Ja, und einer von den Arbeitern kann es nicht gewesen sein? Einer, der mal Zoff mit Dörrchen gehabt hat. Ja, Tommy? Oder den er ungerecht behandelt hat. Ja, bestimmt nicht. Ja, da bin ich ganz sicher. Alles anständige Leute. Warte mal. Eggy! Ja? Tommy und Pepe wollten Volkmann verhören. Der ist abgehauen, als er sie gesehen hat. Kennen Sie diesen Volkmann? Ja. Ja. Gut, wir wissen Bescheid. Der hat mal bei uns gearbeitet. Nicht lange. Keine 4 Wochen. Dann hat ihn Herr Dörrchen entlassen. Ach, und warum?
Ach, wissen Sie, Volkmann ist sehr jähzornig. Er hat einen Polier vom Gerüst geworfen. Einfach so. Nur weil er ihm Vorschriften gemacht hat. Oh, das war aber ein netter Mensch. Das kann man wohl sagen. Sehen Sie, Herr Kröger, jetzt sind wir doch nicht umsonst zu Ihnen gekommen. Vielen Dank. Wiedersehen. Ich nehme jetzt die Hand weg. Und wenn du schreist, mache ich dich alle. Nicht schreien. Ganz ruhig. Dann tue ich dir nichts. Mach den Safe auf. Wir haben keinen Safe. Mach den Safe auf. Was für ein Safe? Da, schau her, den da. Los. Los, mach schon auf.
Guten Abend, Herr Niemeyer. Wo ist meine Frau? Im Wohnzimmer, alles in Ordnung, ihr geht es gut. Wie? Gehen Sie nur rein, die Kommissare sind schon da. Ja. Sagen Sie bitte, dieser Safe. Trulle! Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Wie geht's dir, mein Schatz? Ach, oh, meine Liebe. Ganz gut. Halb so schlimm. Ich glaube, der hatte mehr Angst als ich. Ich schwör, Trulle, überhaupt nichts um das. Ich wünschte, ich hätte deinen Mut. Entschuldigung, guten Abend, Herr. Guten Abend, ja, das war eine böse Überraschung, was? Hauptsache meiner Frau ist nichts passiert. Ja, sagen Sie bitte, dieser Safe, ist der hinter einer versenkbaren Wand? Ja, ja. Das wusste er? Ja, der kannte sich genau aus. Er hat bestimmt auch gewusst, dass ich heute länger gearbeitet habe. Ja, das kann gut sein. Also der war maskiert, ziemlich groß und die Stimme. Ja? Ja, diese Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Es gibt Leute, die behalten Gesichter und wenn sie ein Gesicht nur einmal gesehen haben. So geht's mir mit Stimmen. Wem gehört die Stimme? Darüber zerbreche ich mir die ganze Zeit den Kopf. Aber ich komme nicht drauf. Können Sie sich erinnern, wo Sie die Stimme mal gehört haben? Also wenn der sich hier auskannte, dann muss er mal hier gewesen sein. Verwandte, Freunde, Hausmeister. Als Handwerker vielleicht. Möglich. Ich weiß es nicht. Wann wurde der Safe eingebaut? Vor einem halben Jahr etwa. Von welcher Firma? Das war ein Arbeiter von uns. War Volkmann dabei? Volkmann? Ja! Natürlich, das war Volkmann. Ich höre den noch. Jeden Morgen hat der Penetrant seinen Kaffee verlangt. Und wenn ich nicht aufgepasst habe, dann ist er an deinen Schnaps gegangen. Das war Volkmann. Ich weiß es genau. Was soll das, Papa? Du hast keinen Grund, mit mir böse zu sein. Warum nimmst du es mir übel, wenn ich mein eigenes Leben lebe? Ich bin jetzt 20. Was erwartest du eigentlich von mir? Dass ich den ganzen Abend mit dir vorm Fernseher sitze und das Haus nur verlasse, um zu arbeiten? Papa, ich tue doch alles. Ich kümmere mich um dich. Ich versorge dich. Ich halte das alles hier in Ordnung. Was willst du denn noch? Du kannst mich nicht festbinden, Papa, nur weil Mama dich damals verlassen hat. Halt den Mund. Nein, das werde ich nicht tun. Ich möchte, dass du einmal überlegst, ob ich nicht recht habe. Was habe ich denn getan? Sag's mir! Was wirfst du mir vor? Das fragst du noch? Du lässt dich mit diesem Kerl ein und fragst mich, was ich dir vorwerfe. Das ist doch ganz allein meine Sache. Das geht niemand was an. Oh doch, mich geht das was an, mich. Du benimmst dich wie ein Flittchen und machst mich unmöglich. Warum? Weil ich ihn liebe? Du weißt genau, wie die Leute Dörrigens Verhältnisse nennen, muss ich es dir sagen. Die Leute sind mir egal. Ja, vielleicht mir nicht. Mach, was du willst, aber vergiss nicht. Ich habe schon mal einen Schlussstrich ziehen müssen und ich tue es wieder. Und wenn es noch so weh tut. Nee. So nicht. So nicht. Ich hab's mir nicht leicht gemacht. Es wäre schön, wenn das Ergebnis anders wäre. Aber leider ist die finanzielle Situation von Latte genauso, wie ich sie analysiert habe. Jedenfalls, wenn wir das hier so weitergeben, dann können wir das Geschäft in den Schornstein schreiben. Dein Pessimismus bekommt allmählich etwas Pathologisches. Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch. Ich halte mich an Zahlen. An Tatsachen. Mhm. Tatsache ist, dass wir eine Menge Geld verlieren durch so pedantische Bedenken. Wenn Käufer ihr Geld verlieren, wenn ihre Häuser nie gebaut werden, sind das für dich pedantische Bedenken? Walter, versteh mich richtig. Ich möchte keinen Streit mit dir haben. Ich habe mich immer bemüht, gut mit dir auszukommen. Und du weißt auch, dass du dich auf mich verlassen kannst. Hm? Oder habe ich etwa nicht meinen Mund gehalten? Natürlich habe ich das. Von mir hat kein Mensch etwas erfahren. Kein Wort, keine Andeutung. Nichts.
Und von mir wird auch niemand etwas erfahren. Denn was ich verspreche, das halte ich. Und du, was machst du? Keinen Fingerbreit kommst du mir entgegen. Kannst du mir nicht auch einmal einen Gefallen tun, wenn ich dich darum bitte? Überleg dir das Ganze nochmal. Vielleicht kommst du dann ja zu einem anderen Ergebnis. Hat mein Schreck eingejagt. Was wollten die? Ja, die suchen dich. Was hast du denn ausgefressen? Die Sache bei Darien. Du? Ha! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Leider steht sein Haus noch aus. Das ganze Dorf lacht sich kaputt. Schade, dass du heute Abend beim Ringelpiez nicht dabei sein kannst. Da hätten die mich gleich am Arsch. Sag mal, Karl, kannst du... Was denn? Ah, vergiss es, vergiss es. Du musst abhauen, Mann. Ja, das habe ich auch vor, aber dazu braucht man Geld. Bei mir ist leider wieder mal Ebbe, sonst würde ich dir ja, helfen. Ja, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Sag niemand, dass du mich gesehen hast, okay? Natürlich nicht. Mach's gut, ja? Pass auf dich auf. Hier, dein Tee. Ich habe dir doch gesagt, ich möchte keinen Tee. Seit wann trinkst denn du bei der Arbeit? Ich hab's ein bisschen mit dem Magen. Was ist los mit dir? Na, nichts. Was soll denn los sein? Du bist deprimiert. Ach. Ich kenne dich doch, Walter. Wenn ich am Wochenende arbeiten muss, dann bin ich immer deprimiert. Komm, Trude, komm. Glaub mir, es ist alles in Ordnung. Na ja. Dann könnten wir doch heute Abend zum Clubfest gehen. Ach, du liebe Zeit. Sag mir, muss denn das sein? Zwar nicht der Opernball, aber man sieht mal was anderes. Na ja, gut. Gut, mein Schatz. Wie du möchtest. Hm? Wenn du den Schreck von gestern Abend überstanden den hast... Den habe ich schon vergessen. Na ja, schön, bitte. Wie du willst. Aber dann lass mich jetzt auch allein, damit ich das endlich zu Ende bringen kann. Ich bin schon weg. Nimm den Tee mit. Mann, wo hat er die denn aufgerissen? In der Stadt wahrscheinlich. Der Orion jagt doch in allen Revieren. Ich frag mich nur, wann der endlich vernünftig wird. Nicht mehr der Jüngste, aber der größte Rammler weit und breit. Da kommen selbst die Kornickel nicht mit. Thank you.
Komm, Henriette, setz dich zu uns. Also alles, was recht ist. Seine Weiber sind immer klasse, was? Ich würde ihn nicht von der Bettkante stoßen. Kannst mir auf den Bauch binden, ohne dass was passiert. Das Dörin aber ganz anderer Meinung. Wie kann ich doch noch lachen? Du musst doch zugeben, er hat einen tollen Schlag bei Frauen. Sag dir nur, bei was für welchen? Na, schau dir mal die Henriette an. Die ist ganz weg, wenn du mich fragst. Geht's dir nah? Was willst du? Krach? Kannst du haben, jede Menge. Mach doch nicht gleich so ein Fass auf. Habt ihr nur ein bisschen geflaxt? Hör lieber auf damit. Ich bin heute nicht in Stimmung für sowas. Mach jemand anderen an, ja? Darf ich um diesen Tanz bitten? Nein, danke, ich tanze nicht. Nur einen. Ich sag doch, ich will nicht. Stelle würde ich nicht so leichtfertig ablehnen. Sieh mich an. Ich bedauere jeden Tanz, den ich nicht getanzt habe. Ich möchte aber nicht. Walter? Ja? Wann haben wir das letzte Mal getanzt? Das ist noch gar nicht so lange her. Nein? Bei unserer Hochzeit. Du übertreibst, Trude. Siehst du, es ist gar nicht so leicht, zu einem Tanz zu kommen. Zwei Gläser Sekt, bitte. Pass doch auf, du Trottel! Was ist los, hä? Was ist los? Willst du was? Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Komm her, du Mistkerl! Komm her, du Scheiße! Du Abgeber! Ich hol dich satt, du! Was ist denn das? Du schreist dir nicht rum, ist das klar? Hast du mich verstanden? Eines Tages schnappe ich dich mir, ja? Ja, eines Tages. Aber nicht hier und nicht heute. Heute bist du vernünftig und friedlich. Hier, trink. Dann schreist du wenigstens nicht. Komm, lass uns gehen. Lass ihn doch laufen. Du siehst doch, was für einer das ist. Was bin ich? Geht jetzt nicht. Ich bin nicht allein. Das sagst du mir so einfach. Nachdem, was alles zwischen uns war, du lässt mich draußen stehen, weil eine Frau bei dir ist. Lass mich durch. Komm, komm, mach jetzt kein Theater. Geh nach Haus. Es ist besser für uns, für dich. Du hast doch gesagt, du liebst mich. Ja, ja, das habe ich auch. Das war ja auch eine schöne Zeit. Ich meine, eine wundervolle Erinnerung. Die sollten wir jetzt auch nicht kaputt machen, Henriette. Geh jetzt, komm, sei vernünftig, geh nach Hause. Mein Gott, jetzt fang du auch noch an. Was hast du denn? Nun bleib doch hier. Das ist eine alte Geschichte, die ist lange vorbei. Die interessiert mich nicht mehr, absolut nicht. Ich habe nicht gelogen. Alles, was ich gesagt habe, stimmt, jedes Wort. Corinna, du hast keinen Grund, sauer zu sein. Corinna, ich habe der Kleinen nie Hoffnung gemacht. Wirklich nie. Also was ist brutal daran, wenn ich ihr jetzt offen und ehrlich sage, dass Schluss ist? Hä? Corinna, bitte sei vernünftig. Corinna, ich bitte dich zum letzten Mal, halt an. Corinna! Henriette! Henriette! Corinna! Ach, Lappenschau. Thank you.
los. Ich habe einen Hinweis über Volkmann. Er war bei einem Bekannten von mir. Er wollte Geld. So? Nein, Friedrich. Aber wenn er es auf die sanfte Tour nicht kriegt, will er es auf die harte versuchen. Sag mal, hat er das selber gesagt? Ja, er wird jetzt nervös. Volkmann ist kein Killer. Aber wenn man ihn in die Seile drängt, dann dreht er leicht durch. Es wird Zeit, dass wir ihn fassen. So, jetzt ist es 2.40 Uhr. Das war's schon, danke. Und alles Gute. Wie steht's, Herr Doktor? Ist noch mal gut gegangen. Sie ist über den Berg. Aber Sie nehmen sie doch mit. Erstmal zur Beobachtung. Man muss da vorsichtig sein, besonders in Ihrem Zustand. In meinem Zustand? Was für ein Zustand? Na, die Schwangerschaft. Wussten Sie es nicht? Na, juckt sich nicht im Zeigefinger wieder mal abzudrücken? So überhaupt nicht, kein bisschen. Ich gehe lieber spazieren und hoffe, dass alle vorbeischießen. Dein Vater, das war ein Jäger, da kommen wir alle nicht mit. Komisch, dass ich sowas nicht vererbt. Tja, da kann man nichts machen. Also, Waldmanns Heil. Waldmanns Dank. Und schieß vorbei. Verrückt! Pass auf, wo du hinhältst! Spring dir nicht um! Sei still! Idiot! Ist was passiert? Hierher! Er ist tot. Das sehe ich. Nicht anfassen.
Bleib hier, ich hol den Fischer. Wer hat ihn gefunden? Ich. Herr Fischer, bringen Sie bitte alle diese Herren in Ihr Dienstzimmer. Das wird ein bisschen eng werden. Im Gasthof wäre es besser, da hätten wir auch mehr Platz. Und da ist es auch nicht so trocken. Also gut, einverstanden. Fahren Sie bitte vor Herrn Fischer her, halten Sie nicht an und fahren Sie bitte nicht zu schnell. Ja, dann kommt. Wenn Jan vorhin etwas früher abgedrückt hätte, würde ich jetzt neben Dörian liegen. Ja, ja, ja. Red doch keinen Stuss, ich habe vollkommen abgesichert. Dörian war ein mieser Hund, aber deshalb bringt man doch nicht gleich jemanden um. Na, na, na. Das würde ich aber an deiner Stelle nicht so laut sagen. Gestern Abend wollte ich ihm noch einen Hals umdrehen. Halt dein Schandmaul, Hubert, ja? Seht das alle? Alle, die auf der Jagd waren. Aha. Da sind ihre Gewehre. Ah, na ja, Gott sei Dank, nicht so schlimm, wie ich dachte. Also fangen wir an. Zuerst möchte ich Herrn Schulze. Knut? Ja, ja. Ecki, wir können auf die gegenüberliegende Seite gehen. Oh, na prima. Bitte kommen Sie, Herr Schulze. Bitte, bitte. Die Gewehre, wie viel sind das? 12. Kommen alle zu Ihnen aufs Revier. Geben Sie den Herrn eine Bescheid. Mach ich. Hier, das war Dörriens Platz. Wer war links von ihm? Buchecker, in 200 bis 300 Metern Abstand. Und rechts? Windisch, ungefähr der gleiche Abstand. Wie standen denn Windisch und Dörrien zueinander? Nachbarn, wie wir alle. Sie hatten ja nichts miteinander zu tun. Aber gestern Abend auf dem Fest haben sie sich geschlagen. Oh, das sollten Sie nicht so ernst nehmen. Eine Wirtshauskeilerei, das passiert oft. Ja, aber es passiert nicht allzu oft, dass einer der Beteiligten am nächsten Morgen erschossen wird. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber Windisch? Passiert schon mal, wenn man was getrunken hat. Wir haben uns ein bisschen gekabbelt, mehr nicht. Warum? Das ist mir dumm gekommen. Bin ich halt auf ihn los? Na gut, lassen wir das. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Dörrien nicht mehr da war? Überhaupt nicht. Ich habe mich auf den Bock konzentriert. Und gar nichts mitbekommen? Nee. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich glaube immer noch, dass es ein Unfall war. Aber wenn jemand den Dörrien wirklich flachgelegt hat, dann kann das jeder von uns gewesen sein. Der hatte Feinde wie Sand am Meer. Pepe! Guck mal hier, das sind die Sachen, die wir bei Dörrien gefunden haben. Fällt dir nichts auf? Nee. Kein Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel bei ihm gefunden. Naja, aber vielleicht hat er ein Auto. Quatsch, sein Auto war abgeschlossen. Sag mal, Moment mal. Vielleicht hat ihm jemand die Schlüssel geklaut und der räumt jetzt Dörriens Haus aus. Wo gehst denn hin? Ich weiß nicht viel über ihn. Eigentlich hat er nie zu uns gehört. Ja, aber er war doch im Club. Weil er das Clubhaus gestiftet hat. Und den Kinderspielplatz, Fernseher fürs Altersheim, Fußballplatz für die Schule, naja, und noch einiges mehr. Ja, das stimmt. Und alle waren recht nett zu ihm, aber gemocht hat ihn keiner.
Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen zynisch von mir, aber es gibt eine Menge Leute, die gern das Halali für ihn gehört haben. Hier oben ist alles durcheinander. Mhm. Du, der hat bestimmt einen Safe gesucht. Mhm. Das ist genau, wie du vermutet hast. Ja, aber leider zu spät. War ja nicht zu erwarten, dass der Täter hier übernachtet. Nee. Sag mal, hast du da oben ein Telefon? Ja, hier steht eins. Er ruft am Ecke an, vielleicht will er kommen. Ich? Ja, du, wer sonst? Was aus, wenn wir umkehren? Jetzt schon? Du wolltest doch einen langen Spaziergang machen. Aber nicht hier. Hier, warum denn nicht? Das ist doch unser alter Weg hier. Ist das nicht hier passiert, das mit Dörrien? Ja, irgendwo hier. Genau weiß ich es auch nicht. Ich bin doch gleich nach Hause gegangen. Bitte, lass uns umkehren. Sag mal, siehst du etwa Gespenster? Hm? Manchmal bist du wirklich wie ein Kind. Du. Aber darum liebe ich dich. Komm, komm, lass uns gehen. Komm. Herr Niemeyer? Ja, Herr Kabeck. Sie können hier nicht weiter. Von hier bis zur Flussbiegung ist auf beiden Seiten abgesperrt. Abgesperrt? Warum? Anordnung von der Kripo. Bis die alles abgesucht haben. Wonach suchen die denn? Kann ich Ihnen nicht sagen, aber so lange ist abgesperrt. Und was machen wir jetzt? Ist doch egal. Komm, gehen wir nach Hause. Hinter der Flussbiegung ist alles frei. Da können Sie weiter wandern. Ach, na hier, lassen Sie mal. Das muss ja nicht sein. Komm, gehen wir. Na komm. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Ein gutes Jahr. Was? Sie arbeiten hier bei Herrn Dörrien und machen das Haus sauber? Ja, kann man so sagen. Sagen Sie mal, wissen Sie, ob Herr Dörrien hier irgendwo einen Safe versteckt hatte? Wir haben nämlich keinen gefunden. Nee, der hat immer alles rumliegen lassen. Ringe, Feuerzeug, seine goldene Taschenuhr. War alles ganz schön wertvoll. Können Sie uns die Sachen beschreiben? Ich weiß, wie sie aussehen, aber beschreiben? Tja, dann versuchen wir es doch beide mal zusammen. Hm? Bitte. Also. Thank you.
Na, manche suchst du was. Irgendwas Neues von der Fahndung nach Volkmann? Bis jetzt noch nicht. Von der KDU, eben abgegeben. Ah, danke. Allmächtiger. Damit kannst du ja einen Panzer stoppen. Ja, das muss Dörri in die Brust geschlagen haben. Ist das normale Jagdmunition? Kann uns Schulze sagen. Aber nicht heute, morgen ist auch noch ein Tag. Hast du nie Hunger? Also langsam gewöhne ich mir die Banalitäten des Lebens ab. Da will ich nicht. Komm, zieh dir die Jacke an. Okay. Guten Appetit. Danke, Matthias. Schönen Dank auch, manche. Und was willst? Was soll ich dafür machen? Nichts, gar nichts. Gar nicht. Na, red doch keinen Quatsch. Ich meine ja nur so, umso besser, wenn es sonnig ist. Ja. Das heißt, vielleicht kannst du mir aber helfen. Hab ich's doch gleich gewusst. Nein, nein, nicht so, wie du denkst. Nur eine Frage. Eigentlich müsste ich jetzt schon in München sein, aber die haben mich ausgenommen bei 17 und 4. Und jetzt brauche ich etwas Geld. Aber doch nicht von mir, manche. Nein, nein, nicht von dir. Hier, das würde ich gerne verkaufen. Ich weiß nur nicht, wo. Wo man nicht beschissen wird. Vielleicht kennst du jemanden. Wurde Tabakbus? Na ja, muss ich mal überlegen, manche. Ja, dann überleg mal. Nee, 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 nee. Mit sowas schießen wir normalerweise nicht. Wäre ja auch Wahnsinn. Was bliebe denn da vom Wind nur übrig? Für irgendwas wird das Zeug doch schließlich hergestellt. Für was? Für Elefanten vielleicht. Haben Sie denn Elefanten im Revier? Nein, schon lange nicht mehr. Also normale Patronen haben wir massenweise gefunden, aber keine einzige von diesem Kaliber. Wo haben Sie die her? Ja, das ist nur ein Muster, aber es entspricht dem Geschoss. Muss aber da sein. Irgendwo muss eine liegen. Wir haben da alle unsere Gewehre leer abgegeben. Und Fischer hat unsere Taschen gefilzt. Also schauen Sie noch mal nach. Nee, wir nicht. Aber die Jungs von der Polizeischule. Heißt das, Sie meinen, ich kann wieder anfangen? Genau, das meine ich, Albert. Ja, ich kann wieder arbeiten. Ich möchte Ihnen danken, aber mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nichts, gar nichts. Ich werde mir alle Mühe geben, das verspreche ich Ihnen. Davon bin ich überzeugt. Ich hab's immer getan. Aber Herr Dörrien, der... Dörrien ist tot. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's gehört. Von Haller, der war ja dabei. Aber Sie haben diesmal nicht mitgemacht. Ich glaube, das erste Mal, solange ich Sie kenne. Ich war nicht in Stimmung für sowas. Ja? Zwei Herren von der Polizei möchten Sie sprechen. Lassen Sie sie rein. Ja, Albert, wir sind soweit klar. Also, ran an die Arbeit. Danke Ihnen, vielen Dank. Also wirklich vielen, vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, die Herren. Diesmal ist der Grund Ihres Besuches noch unerfreulicher. Das kann man wohl sagen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Bitte. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Ja, Dörrien. Ich gebe zu, ich war nicht gerade ein ausgesprochener Freund von ihm, aber sowas wünscht man ja keinem. Ja, wir haben alle Jäger vernommen. Alle haben gesagt, dass sie sich nur auf den Bock konzentriert haben. Was links oder rechts passiert ist, war angeblich außerhalb ihres Blickfeldes. Das wird schon so sein. Sind Sie auch Jäger? Nein. Ich hasse es, auf Tiere zu schießen. Trotzdem waren Sie bei der Jagd dabei. Als Zuschauer. Ich bin spazieren gegangen. Hinter der Schützenlinie. Deshalb kommen wir auch zu Ihnen. Sie mussten sich ja nicht auf den Bock konzentrieren. Sie hatten ja genug Zeit, die ganze Jagdgesellschaft zu beobachten. Das ist richtig. Haben Sie da irgendwas bemerkt, was uns weiterhelfen könnte? Irgendetwas Ungewöhnliches? Hat sich jemand sonderbar betragen? Ich meine, anders als sonst. Nein. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich war ja nur ganz kurz da. Ich bin gleich wieder weggegangen. Die Ballerei habe ich mir erspart. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich mag sowas nicht.
Was willst du? Ja, mit dir ins Holz. Du musst mal da endlich sagen, was für Bäume geschlagen werden. Heute nicht, ein andermal. Du kannst es nicht länger rausschieben. Ich sag doch, es geht nicht. Jetzt schlag doch! Lass mich rein! Ich muss das mit dir besprechen! Lass mich rein! Sag, was du willst, und verschwind wieder. Ich will nur, dass du weißt, dass ich auf deiner Seite stehe. Auch wenn sie euch noch so durch den Dreck ziehen. Sollen die ruhig. Trotzdem. Irgendwas muss geschehen. Wenn die Henriette aus dem Krankenhaus kommt, dann wird das für sie das reinste Spießruten laufen. Daran kann man nichts ändern. Doch. Es gibt einen Weg. Wenn du einverstanden bist. Die Henriette, die liebt mich nicht, aber... jetzt ist sie vielleicht ganz froh, wenn ich sie heirate. Meinst du? Ja. Wird sie trotzdem nehmen. Verstehe. So wie man beschädigtes Geschirr kauft, zu Sonderpreisen, stark reduziert. So habe ich das nicht gemeint. Genau so hast du es gemeint. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Verschwinde. Verschwinde und lass dich hier nie wieder sehen. Raus, 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 raus. Und geh schon, hau ab. Lieber Adolf! Na, was sagst du denn? Ich hab doch gewusst, dass wir was finden. Na prima, sofort zur KTU. Und sag ihnen, ich will heute noch den Bericht haben. Ah, okay, das mache ich. Ich habe gerade eine Meldung auf den Tisch bekommen. Und? Danke. Entschuldige mal. In der Nacht zum Sonntag hat die Tochter von Buchegger einen Selbstmordversuch gemacht. Ach, weiß man auch warum? Sie war schwanger. Woher wissen Sie denn das? Das fällt doch unter ärztliche Schweigepflicht. Ich bin doch kein Arzt. Außerdem weiß es das ganze Dorf. Bestand hier zwischen ihr und Dörrchen irgendeine Verbindung? Sie war seine Freundin. Alle wussten es, nur Buchegger nicht. Aha. Bis Sonnabendnacht jedenfalls. Kalle, wir brauchen Hausdurchsuchungsbefehl. Ja, vielleicht finden wir bei ihm das richtige Kaliber. Ein schönes Stück. Eine sehr gute Arbeit. Sowas gibt es gar nicht mehr. Ein Erbstück. Von meinem Vater. Leider muss ich sie jetzt verkaufen. Ja, die Not zwingt einen zu manchem. Und das da? Auch alles Erbstücke? Ja. Und alles sehr wertvoll. Was kriege ich denn dafür? Ein paar Jährchen werden es schon werden. Ja, ist gut, gut, ja. Gute Maske. Das ist keine Maske, ich sehe leider immer so aus. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Ach, das macht doch nichts. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Du zum Beispiel gehst in den Knast, das ist viel schlimmer. Führ dich ab. Und dir muss ich ein Kompliment machen, du wirst von Mal zu Mal besser. Danke, Mannchen, das höre ich gern. Das höre ich gern. Das höre ich gern. Wie bist du auf den gekommen? Reiner Zufall. Warum hat sie das getan? Weil sie schwanger war? Weil sie von Dörrien schwanger war? Weil Dörrien sie hat sitzen lassen? Herr Buchegger, Ihre Tochter steht auf der Kippe zwischen Leben und Tod. Und am nächsten Morgen gehen Sie, als sei nichts geschehen, auf die Jagd. Ja. Wir wissen, dass Sie in Ihrer Tochter hängen. Trotzdem sind Sie gegangen. Um ihn zu töten. Ich wollte ihn umbringen. Haben Sie Dörrchen erschossen? Ich wollte es. Aber dann konnte ich es doch nicht.
Kommen Sie bitte mal mit raus. So, sehen Sie sich mal das Bild an. Hier, der Schuss ist von links gekommen. Das Geschoss ist seitwärts in den Brustkorb gedrungen. Man sieht deutlich den Blutaustritt hier, auf der linken Seite. Das stimmt nicht. Was? Natürlich stimmt das. Der rote Fleck ist doch ganz deutlich zu erkennen. Das Bild stimmt nicht. Der Baum da steht falsch. Er müsste auf der linken Seite sein. Jetzt haben diese Idioten uns das tatsächlich seitenverkehrt gerammt. Drehen Sie es um und stecken Sie es noch mal rein. Bitte. So stimmt's. Ich kenne da jeden Strauch. Und wie Sie sehen, ist der Schuss von rechts gekommen. Und rechts stand nicht ich, rechts stand Windisch. Ja, es stimmt, ich war in Dörjens Haus. Aber erschossen habe ich ihn nicht. Ja, und die Schlüssel? Schlüssel? Die Schlüssel habe ich nie gesehen. Ja, wie sind Sie denn dann in das Haus reingekommen? Durch die Verandatür. Stand offen. Ach, rein zufällig. Nicht zufällig. Sondern am Nacht habe ich Dörjens Haus beobachtet. Ja. Ich gebe zu, um einzusteigen. Aber Dörjen ist zu früh zurückgekommen mit seiner Freundin. War nichts mehr zu machen. Ich wollte auch schon abhauen, aber plötzlich sehe ich, wie seine Freundin aus dem Haus rennt. Und Dörjen hinterher. Ja, da bin ich rein. Hab die Verandatür geöffnet und bin abgehauen. Ich dachte, über Nacht merkt das keiner. Und am nächsten Tag bin ich rein, als die Jagd lief. Ja, so war's. Genau so. Du musst erst mal gesund werden. Das ist das Wichtigste. Und wenn du dann nach Hause kommst, wirst du sehen, dass das alles anders ist. Ich habe über uns nachgedacht, eine ganze Nacht lang. Ich weiß jetzt, dass ich dich nicht anbinden darf, ja. Jeder Mensch hat das Recht, aus seinem Leben das zu machen, was er will. Du siehst auch dein alter Vaterland noch dazu. Ich schäme mich so. Dazu ist kein Grund. Du bist nicht die Erste, die sowas gemacht hat und wirst nicht die Letzte sein. Mach dir keine Sorgen, das schaffen wir schon. Da stehen wir durch. Du hast ja mich. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Danke, Robert, dass du selbst gekommen bist. Das finde ich prima. Wieso, ist doch ein netter Ausflug. Eine wirklich hübsche Gegend hier. Ja. Hoffentlich hast du gute Nachrichten für uns. Wie man es nimmt. Das Gewehr ist so alt, 1928 hergestellt. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr, aber der Nachfolger, der sie übernommen hat, der konnte uns weiterhelfen. Wir haben im Keller die alte Waffenplatte gefunden, mit dem Nachweis über den Verbleib der Gewehre. Und unter der Nummer von diesem Donnerrohr steht groß und deutlich Otto Niemeyer. Niemeyer? Den könnt ihr nicht kennen. Wir haben recherchiert. Ist 1988 gestorben. Ja, aber wir kennen seinen Sohn, Walter Niemeyer. Auf geht's! Warum? Warum hast du das gemacht? Weil er mich gezwungen hat, Dinge zu tun, die ich nicht mehr verantworten konnte. Kleine Leute um ihr bisschen Geld gebracht, alte Menschen um ihre Wohnungen, in denen sie 30 Jahre lang gelebt hatten. Dinge, bei denen man stets mit einem Bein im Gefängnis stand. Wieso konnte er dich zwingen? Wieso hast du dabei mitgemacht? Weil er mich erpresst hat. Ach, womit? Womit hat er dich erpresst? Ich kann es dir nicht sagen. Doch, du musst es mir sagen. Ich habe ein Recht darauf, Alter. Vor 2 Jahren, da habe ich gemerkt, dass ich mich nicht nur für Frauen interessiere. Ja, so war's. Plötzlich habe ich gemerkt, dass etwas mit mir anders war. Dörje muss das auch mitbekommen haben. Denn
letzten Sommer auf der Messe in Mailand. Da hat er eine Party veranstaltet. War eine ganz lustige Party. Dorian hat mir immer wieder eingeschenkt. Obwohl ich Alkohol doch gar nicht mag. Da habe ich getrunken. Was weiter? Am nächsten Morgen bin ich in einem fremden Zimmer aufgewacht. Allein? Nein, mit einem. Aber das Schlimmste, das kam auf der Heimfahrt. Kurz vor Hamburg hat er mir Fotos gezeigt. Furchtbare Fotos. Fotos, die mich hier fertig gemacht hätten. Und da wusste ich, dass er alles inszeniert hatte. Wo sind diese Fotos jetzt? Verbrannt. Ich habe Dörren die Schlüssel abgenommen und die Fotos aus seinem Schreibtisch geholt. Und nun? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe das Gewehr versteckt, aber die Polizei hat es gefunden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auf mich kommen. Es tut mir leid, dass ich dir das antue. Geh zur Polizei. Ja, du musst dich stellen. Damit verbesserst du deine Situation. 15 Jahre oder 10, was macht das für einen Unterschied? Trotzdem, bitte stell dich. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Komm. Geh, mach die Tür auf. Sag ihnen, ich warte auf sie. Wir möchten Ihren Mann sprechen. Kommen Sie herein, er wartet schon auf Sie. Er hat uns erwartet? Er wollte gerade zu Ihnen.